So, hallo alle. Ich habe auf meinem Dachboden noch so einen Karton mit alten PC-Spielen gefunden, ja, so aus den späten 90ern, frühen 2000ern. Und weil ich jetzt hier mit dieser ganzen Corona-Situation Geld brauche, verscherbel ich das jetzt, ja? Also Link zur eBay-Aktion ist in der Beschreibung. Falls eBay das nicht wieder löscht, weil in letzter Zeit haben sie so ziemlich alle meine Auktionen gelöscht, ja? Ich hatte zum Beispiel eine Karnevalsmaske, also so, ja, so eine venezianische Karnevalsmaske mit dem langen Schnabel, wurde gelöscht mit der Begründung, dass man keine medizinischen Schutzmasken anbieten darf. Totaler Blödsinn. Egal, ich schweife ab. Sehr interessanter Fund hier, ja. Also, was haben wir denn hier? Gothic 1 und Gothic 2. Gothic 2 in 3 CDs, weil das hier sind, glaube ich, nicht 2 CDs. Caesar 3. SWAT. Jetzt fragt ihr, was ist SWAT? Ja, es gibt nämlich SWAT 1, 2 und 3. Da könnte man meinen, es ist SWAT 1, aber nein, das ist so, weiß ich nicht, so eine Sonderedition mit SWAT 2 und 3. Ja, SWAT 3 kann ich mich noch gut erinnern, das war damals sehr revolutionär, weil das war in Anführungsstrichen in 3D, also eigentlich bloß, in Ego-Shooter eigentlich, aber. Ja, das war damals total revolutionär, weil SWAT 1 und 2 sahen nämlich noch so aus. Das war so ein bisschen sah aus wie SimCity oder sowas. Ja, so diese Top-Down-Perspektive. Ja, und da war das ganz revolutionär, dass das ein First-Person-Shooter war. SWAT 2 und 3 in einer Box. Und wie ihr seht, alle noch hier mit den originalen, Pappboxen. Ja, und auch immer Anleitungen und so, alles dabei. Also, alles in allem eigentlich ganz gut erhalten. Empire Earth. Ja, also, wenn ihr das nicht kennt, das muss ich nicht vorstellen. Wenn ihr das nicht kennt, dann warum habt ihr Interesse an sowas? Dann, naja. So, was haben wir hier? Ground Control, keine Ahnung, kenne ich nicht. Irgendein Shooter oder so. Muss mal wieder zurück, sonst sieht das hier so leer aus. Schach. Was ist das? Kasparov? Nee, ist das Kasparov? Ist das Kasparov? Ah, das ist Kasparov. Ja, okay. Tony Hawk's Pro Skater. Ja, das war damals sehr beliebt, aber weiß nicht, habe ich nicht kapiert, was daran so toll sein soll. Warum geht er, habe ich immer gedacht, ja, warum geht er nicht einfach raus und war ein richtiges Skateboard. ach ja, hier haben wir noch ein Spiel. Das denkt ihr. Das sieht so aus, als wenn hier was fehlen würde, ne? Weil es ist nur so eine schwarze Box. Aber dann habe ich auch gedacht, und dann habe ich es aber aufgemacht, und dann habe ich gemerkt, das Ding heißt The Darkening. Ja? Also diese Marketingleute, ja, diese Marketing-Fuzzis von damals, die haben sich da was ganz Tolles ausgedacht. Die haben einfach gedacht, hey, wenn unser Spiel The Darkening heißt, ja, dann machen wir einfach so als Gag eine total schwarze Box, denke ich mal. Oder vielleicht fehlt auch einfach was, aber ich glaube nicht. So, dann noch ein paar, weiß ich nicht, ich sag mal, kuriose, schwachsinnige Sachen. Naja, schwachsinnig nicht. Okay, hier kaufst du dir eine Tüte Deutsch. Ja, das ist nicht schwachsinnig, aber ist ein bisschen kurios. Naja. Ja, ein Deutschlernprogramm, ja. Oh, ganz hübsch gemacht. Was haben wir hier noch? Ach ja, genau. Ein PlayStation-Controller. So, dann kann man zum Deutsch noch etwas Mathematik lernen. Ihr merkt, diese Sachen habe ich damals natürlich nicht benutzt, ja. Oh, das hier ist am kuriosesten. Scan Command, ja. Das ist ein Gerät. Das ist eigentlich kein Spiel, sondern ein Gerät. Ja, ich will es jetzt nicht aufmachen, weil
Ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals aufgemacht wurde. Ja, das seht ihr so ein bisschen, ja, das ist ein Gerät, hier sieht man es ein bisschen, ja, hier, das, da ist es mit dem PC verbunden, ja, das ist so ein kleiner Scanner, den man mitnehmen kann und dann kann man Barcodes scannen. Und das war alles, ja, lange vorher, bevor es irgendwie Handy gab und Amazon oder sowas, sondern das war eigentlich nur als Spiel, weil je mehr Barcodes man scannt, das hat mit den Produkten eigentlich überhaupt nichts zu tun. Ja? Sondern es war einfach ein Spielkonzept. Je mehr Barcodes man scannt, desto mehr Dinosaurier hat man dann in diesem Spiel oder so. Also, okay, ganz kapiere ich es nicht, aber ein bisschen kurios. Ja? Und ja, hier noch schön original verpackt alles. Ja, ja ach so, hier, hat ich noch was vergessen. Ein Skatgabel. ja, auch sehr schön hier mit den Anschlüssen hier. Keine Ahnung, ob das heutzutage noch jemand braucht. Ich gebe es mit. Ja.